Einen wundervollen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, meine Freunde. Heute möchte ich euch einmal mein Bild vorstellen und zeigen und welche Perks ihr haben solltet, da das Bild erst wirklich rund läuft, sobald ihr die Perks dann dementsprechend auch besitzt. Na, bei mir läuft es gerade mehr schlecht als recht, aber es funktioniert mit dem, was ich gerade anhabe. Es würde aber definitiv besser laufen, weil ich ein bisschen an Toughness-Problemen leide. Dementsprechend fangen wir einfach mal an. Ich bin derzeit so gesehen Qualstufe 3. Also wir haben ja 1, 2, 3 und 4 und dementsprechend bin ich Weltstufe 3. Und da läuft es ganz rund, aber es könnte besser laufen. So, welche solltet ihr definitiv haben? Das wäre zum Beispiel die hier, dass eure Infusionseffekte 30 bis 40% wirksamer oder 20 bis 40% wirksamer sind gegen verwundbare Gegner. Ist sehr, sehr geil, ist super. So, dann haben wir hier einmal noch, dass wir 4 Sekunden lang 0,6% mehr Rüstung kriegen, bis maximal 60% auf dem Effekt, was wir jetzt haben. Stapelbar von 37,5 bis 75% Max Roll so gesehen. Also so ist die Spanne. Das ist noch, wo wir Toughness herkriegen. Dann haben wir Glückstreffer. Wenn wir einen Gegner verwundbar machen, habt ihr eine Chance von 36%, 3 Sekunden lang 3% mehr Crit zu erhalten, maximal 9%. Sehr, sehr geil, weil Crit ist auch so das A und O hier auf diesem Bild. Dann haben wir schon das erste Nunic gefunden durch die Story. Da haben wir, wenn unsere Kernfähigkeit mindestens 5 Gegner trifft, werden wir 20% unserer Ressourcenkosten zurückerstattet, da das Bild auf die Kernfähigkeit in der Hinsicht aufbaut, brauchen wir noch ein zweites Item dazu. Und das haben wir hier unten in der Hinsicht. Das ist Klingsturm, fügt Gegnern in einem Umkreis um euch herum Schaden zu. Das bis zu 20%, da wir das auf dem Amulett haben. Ansonsten wären es nur 10%. So, das wäre auf jeden Fall das A und O. War. Ansonsten macht Klingsturm immer nur so einen Halbkreis vor euch mit diesem Effekt, macht das einmal einen kompletten 360 Grad um euch. Dann haben wir hier auf dem ein Item noch kritische Treffer durch Fertigkeit mit der Giftinfusion haben 10% Chance, eine Giftleiche zu erzeugen, die Gegnern im Verlauf von 3 Sekunden nochmal knapp 700 Schaden zufügt. Solange ihr in der Lache steht, hat eure Giftinfusion keine Abklingzeit und das ist auch sehr, sehr geil. Dann haben wir hier auf der Brust noch, wenn ihr getroffen werdet, während ihr nicht gesund seid, kriegen wir eine Blase, wo wir immun sind. Kann nur alle 90 Sekunden auftreten. Ist auch nochmal so ein Oh Shit-Button, könnte man sagen. Was haben wir hier sonst noch eingeprägt? Der Einsatz einer Wendigkeitsfertigkeit verringert die Abklingzeit eurer nächsten Täuschungsfertigkeit um 20%. Der Einsatz der Täuschungsfertigkeit erhöht den Schaden eurer nächsten Wendigkeitsfertigkeit um 28%. Das heißt, Täuschung ist in der Hinsicht unsere Giftfalle und die bufft dann wiederum unseren Shadow Step. Na, und Shadow Step macht dann wiederum die Abklingzeit von unserer Giftfalle runter. So. Ja, im Großen und Ganzen gibt es auch noch ein paar andere. Dazu würde ich euch raten, schaut ein paar andere Items, die man noch haben sollte und könnte. Dafür würde ich euch raten, schaut das Video aus der Close Beta an. Da gibt es auch noch ein paar Perks, die man haben sollte. Ich werde euch auf jeden Fall verlinken. Und jetzt kommen wir mal zu den Talenten. Wie habe ich denn überhaupt geskillt? Dazu muss ich erstmal zu den Talenten kommen. Beziehungsweise welche Spezialisierung wählen wir, das ist auch wichtig. Es kommt immer darauf an, wenn ihr beispielsweise mindestens 35 seid, dann habt ihr hier die Vorbereitung schon. Das ist ganz geil, weil damit können wir nämlich mit unserer Ultimate alle unsere Cooldowns resetten. Das heißt, wir ziehen einmal Giftfalle, Shadow Step und dann halt Gift Infusion, buffen den, oder debuffen den Gegner zweimal mit unseren Klingensturm und dann ziehen wir unsere Ulti und dann können wir das ganze Spiel so gesehen nochmal von vorne machen. Und das ist ganz, ganz geil. Was aber halt bei manchen Bossen nicht möglich ist, ist, dass wir halt mit dieser Vorbereitung spielen. Und da kann ich schon sagen, es gibt einen Boss,
Das ist, wenn ihr den Dungeon hier oben macht. Na, da habe ich drei Versuche gebraucht. Ich habe zweimal mit Vorbereitung gespielt und dann mit den Kombo-Punkten. Warum mit den Kombo-Punkten? Da können wir ja einmal ganz kurz gucken. Wir gehen auf Vorbereitung, dann sehen wir hier den Schaden. Maximal 1400 würde es machen. Jetzt gehen wir aber mal auf die Kombo-Punkte. Und auf einmal wird aus 1400, was ich ohne die Kombo-Punkte mache, na, selbst überhaupt gar keine Kombo-Punkte, ne? Das sind 1400 und ich mache einfach 1000 Schaden mehr mit drei Kombo-Punkten. Ne? Das ist dann schon ganz, ganz geil und ich habe dann dementsprechend den Endboss aus dieser Dungeon hier oben. Sobald ihr dann T3 freischalten wollt, bei dem Endboss würde ich euch dann persönlich raten, auf die Kombo-Punkte zu wechseln und dann immer mit drei Kombo-Punkten dann auf den Gegner reinzuprügeln. Das harmoniert natürlich ganz gut dann mit der Fähigkeit. Solange ihr Basisfähigkeiten oder mit der Basisfähigkeit angreift, erhöht sich der Schaden eurer nächsten gewirkten Kernfähigkeit um 10%. Das ist natürlich dann ganz, ganz geil. Wenn ihr zum Beispiel den Roll habt, den ich jetzt habe, 10%, dann müsst ihr dreimal angreifen, dann habt ihr den maximalen Roll von 30% und dann könnt ihr direkt eure Kernfähigkeit dementsprechend beispielsweise bei mir Klingensturm einsetzen. Dann kommen wir mal zum, bevor wir jetzt auf die Talente eingehen, gehen wir noch mal kurz über das Gear drüber. Welche Fähigkeiten wollt ihr natürlich erstmal so gesehen upgraden? Wir haben alle Fähigkeiten auf 1 gelassen von vornherein. Welche Fähigkeiten wollt ihr definitiv pushen übers Equip? Das ist zum Beispiel die Giftfalle. Shadow Step ist auch geil. Dann die Gift Infusion und Klingensturm. Mein persönlicher Tipp wäre, dass wir die Gift Infusion als auch die Giftfalle hochkriegt, zumindest auf 3 bis 4. Danach würde ich euch raten, macht den Klingensturm und dann wiederum den Shadow Step. Also ich habe zum Beispiel hier auf die Füße, habe ich plus 2 Schattenschritt. Das ist, würde ich euch auch so persönlich sagen, nehmt, wenn ihr plus 2 Schattenschritt habt, definitiv die Füße dann dementsprechend auch mit. So, dann gehen wir natürlich einmal über die Talente. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie ich nochmal in die Talente kam. So. Ich bin natürlich schon Stufe 52, dementsprechend habe ich auch schon ein paar Paragon-Punkte, ne, 51, paar Paragon-Punkte. So, fangen wir mal ganz oben an. Hier haben wir natürlich Stufe 1 belebender Schlag. Warum haben wir den mitgenommen? Weil das unsere Energieregeneration erhöht. Dann haben wir hier weiter rausgeskillt, dass wir, wenn der Gegner unter einem Kontrollverlust leidet, verwundet ist, dass der Energieregenerationsbuff auf 30% steigt und wenn wir einen Gegner treffen, sobald wir weniger als 50% Energie verfügen, wird dieser während ihr über weniger als 50% Energie verfügt, wird dieser 3 Sekunden lang verwundbar. Das heißt, wir wollen so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht immer low sind, aber wir wollen natürlich auch oft versuchen, dass der Gegner verwundbar ist. Dann haben wir hier natürlich Klingsturm auf Stufe 1. Wir haben ein Item, weshalb das auf Stufe 2 oder plus 2 gibt. Da haben wir einmal verbesserter Klingsturm mitgenommen. Jedes Mal, wenn ein Gegner unter Kontrollverlusten leidet oder verwundbar ist, werden wir um 1% unseres Max-HP geheilt. Bis zu 12% Max-HP pro Einsatz. Und dann halt natürlich, wenn wir durch einen Gegner entrinnen, das heißt unsere Leertaste auf dem PC nutzen werden und dann Klingensturm einsetzen, wird der Gegner für 2,5 Sekunden gestunt. Dann haben wir C für 12% Damage Reduction im Nahkampf, als auch labende Schläge, dass wir uns um 3%, nochmal um 3% eures maximalen Lebens heilen, wenn wir Gegner in der Nähe kritisch treffen. Das heißt, wir haben einmal hier oben, wo war das? Einmal hier um 1% bis maximal 12%, sobald der Gegner unter Kontrollverlusten leidet oder verwundbar ist. Und dann haben wir hier nochmal 3% unseres Max-HP, sobald wir critten. So, also ein bisschen sehr viel haben wir in der Hinsicht dementsprechend auch. Dann haben wir natürlich Schattenschritt auf Stufe 1.
Hier haben wir dann verbesserter Schattenschritt, das erhöht unsere kritische Trefferchance 3 Sekunden lang gegen unseren Gegner um 8% und dass der Schattenschritt nochmal für 2 Sekunden lang stunt. Dann haben wir hier Waffenbeherrschung auf 3 geskillt, also alles hier so gesehen 3 von 3, ne, muss ich dazu sagen. Dann haben wir hier natürlich auch Waffenbeherrschung 3 von 3, da kriegen wir dann zum Beispiel, wenn wir mit Dolchen spielen, 15% mehr Schaden, solange die Gegner gesund sind. Schwerter 9% Damage overall, etc. Dann gehen wir natürlich runter zu unserer Täuschungsfertigkeit. Da habe ich ja schon erwähnt, da haben wir die Giftfalle auf Level 1 gemacht. Da haben wir auch, wie erwähnt, schon ein Item für. Hier haben wir die verbesserte Giftfalle. Das schlägt so gesehen die Gegner nieder, also stunt sie wiederum für 1,5 Sekunden. Und wenn die Gegner in der Giftpfütze stehen, macht mit denen mehr Schaden. Ihr könnt aber natürlich auch, dass wir skillen, dass die Giftfalle eine Chance von 30% hat, die Infusionsabklingzeit abzuschließen. Dann haben wir einmal Ausnutzung, dass wir, ihr fügt gesunden und verletzten Gegnern insgesamt 24% mehr Schaden zu. Wir haben 4 von 3, weil wir ein Item haben, was uns ein extra Rang gibt. Dann haben wir Bösartigkeit, ihr verfügt verwundbaren Gegnern 9% mehr Schaden zu. Das heißt, wir haben diesen Punkt auch ausgeskillt. 3 von 3. Dann haben wir hier bei unserer Infusionsfertigkeiten erstmal die Präzisionsinfusion. Fertigkeiten mit Infusionen erhalten eine um 9% erhöhte kritische Trefferchance. Dann haben wir die Giftinfusion. Da haben wir verbesserte Giftinfusion geskillt, dass das um 1 Sekunde länger anhält. Ihr könntet aber auch, sobald ihr natürlich dann auch weitere Punkte angesammelt habt, entweder das kritische Treffer durch Giftinfusion 75% mehr Giftschaden verursachen oder dass die Giftinfusion eine Chance hat von 30% über die Zeit, die doppelte Menge an Giftschaden machen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, welches ich davon skillen werde oder möchte. Dann tödliches Gift, 9% mehr Giftschaden ausgillen, weil wir machen ja Giftschaden und dementsprechend umso mehr Giftschaden wir machen können, umso mehr wollen wir natürlich auch mitnehmen. Dann natürlich, vergiftete Gegner verursachen 15% weniger Schaden und das ist natürlich das A und O. Wir vergiften, wir vergiften Gegner und dementsprechend, warum sollten wir nicht mehr, in Anführungszeichen, mehr Toughness mitnehmen oder weniger Schaden kassieren, wenn wir es können. Na, dementsprechend mitskillen ist ganz gut. Dann haben wir hier noch, das ist auch eine super Sache für jeden von euch, vergifteten Gegner erhaltet ihr 3% mehr Angriffsgeschwindigkeit. Das heißt, sobald wir 5 Gegner vergiften, haben wir unseren maximalen Attack Speed Bonus. Das ist der alchemistische Vorteil. Auch ausgehen, weil Attack Speed ist ganz, ganz wichtig. Dann kommen wir zu unserer Ultimate. Da haben wir die Todesfalle. Da haben wir oberste Todesfalle. Wenn wir sobald wir die ziehen und Gegner reinlaufen, werden die in die Mitte gezogen. Und da können wir dann natürlich dementsprechend auch unsere Gift-Traps reinlegen. Dann haben wir noch geskillt. Sobald Todesfalle einen Gegner tötet, wird die Abklingzeit um 10 Sekunden reduziert. Das ist auch sehr gut, weil unser Bild sehr basierend auf die Ultimate, könnte man sagen, ist, um einen sehr, sehr großen Burst Damage zu haben. Dann gehen wir zur nächsten Nachwirkung. Das Verwenden einer ultimativen Fertigkeit stellt 75 Energie wieder her. Da wir noch keine Passive haben oder keinen legendären Effekt haben, was uns erlaubt, massivst viel Energie wiederherzustellen, haben wir dies als Alternative erstmal mitgenommen. Dann haben wir Fallenbeherrschung. Wenn Giftfalle oder Todesfalle aktiviert werden, wird eure kritische Trefferchance gegen Gegner, die verwundbar sind oder unter Kontrollverlusteffekte leiden, 4 Sekunden lang um 12% erhöht. Das heißt, wir wollen immer so gesehen unseren Burst, sagen wir mal, das ist ein sehr, sehr großes Bild, sage ich mal, was so gesehen auf zwischen 2 bis, sagen wir mal, 6 Sekunden spielt, um da den Hauptdamage zu fahren. Ansonsten haben wir natürlich unsere normale Rotation mit Gift Infusion Trap und
Dings hier, Klingensturm. Dann haben wir hier Anregung, dass wir eine Glückstrefferchance haben von bis zu 30%, 8 Energie wiederherzustellen. Hier oben bin ich mir nicht sicher, ob das sich wirklich lohnt. Na, jedes Mal, wenn ihr 100 Energie verbraucht, erhaltet ihr 5 Sekunden lang eine 5% höhere Glückstrefferchance. Ich weiß nicht. Genauso wie Alchemistenglück. Ah, dementsprechend kommen wir hier runter zur zentralen passiven Fertigkeit. Da haben wir Schwung. Meuchelfertigkeiten verleihen 8 Sekunden lang einen Stapel von Schwung, wenn sie einen betäubten, benommenen oder eingefrorenen Gegner treffen, einen Gegner von hinten. Während ihr über 3 Stapel von Schwung verfügt, erhaltet ihr 20% mehr Schadensreduktion, 30% mehr Energiereck und 15% mehr Movement Speed. Damit komme ich persönlich derzeit sehr, sehr gut zurecht. So. Und im Endeffekt ist das halt immer so die Sache, na, wie ihr halt persönlich spielen wollt. Sobald ihr, und ich sage es euch so, wie es ist, farmt erstmal alles auf Akt 1, macht auf Akt 1 alles fertig. Versucht dann, sobald ihr auf Akt 1 zu schnell durchkommt, in Anführungszeichen, dann stellt auf Stufe 2 hoch, zumindest sobald ihr mit der Story durch seid und farmt euch das Gear. Na, wenn ihr manche Perks dann doppelt und dreifach habt, dann schmeißt sie nicht weg, dann packt sie auf die Bank. Sage ich euch so, wie es ist, weil mehr hapert es zum Beispiel an paar Perks. Hier zum Beispiel haben wir auch noch zwei, von denen ich jetzt gerade nicht geredet habe, die man auch noch nutzen kann und auch sollte. Hier zum Beispiel Fertigkeiten verursachen bis zu 15% mehr Schaden basierend auf der zu Wirkzeit verfügbaren Primärressource. Und das war ja aus der Beta oder aus der Close, also die erste, die ich jetzt gespielt habe, war das ein sehr, sehr wundervolles, sage ich mal, Item, um gut Damage zu drücken, weil wir eigentlich immer maximale Energie hatten. Und dann haben wir natürlich hier noch, wenn ihr eure Infusionsfertigkeit wirkt, löst ihr eine Infusionsexplosion aus, die denselben Effekt hat wie den Typen. Oder die Infos des Infusionstypens und macht dann halt zwischen 530 bis 1040 Damage. Wir haben einen Roll von 988, also einen relativ guten Roll bekommen. Dann wollen wir natürlich einmal über die Edelsteine gehen. Na, wenn wir schon einen Guide machen, dann machen wir das natürlich auch komplett. In die Waffen werdet ihr lilane sockeln, das gibt euch nämlich Damage over Time. Ihr könnt aber natürlich auch, wenn ihr nur mit der Ulti spielen wollt, auch einen Diamanten machen, dass ihr ultimativen Damage kriegt. Also hier Waffe zum Beispiel 11% Ultimate Damage oder ihr nehmt einen hiervon. Das sind nämlich dann, das ist ein relativ großer Stein, 6% mehr Damage over Time. Ihr könnt zum Beispiel im Bogen zwei dieser Edelsteine haben. Das heißt, ihr habt alleine da schon 12% mehr Damage over Time. Und dann halt jeweils in die Schwerter, glaube ich, oder in die Einhandwaffen, glaube ich, jeweils maximal ein. Und da wollt ihr natürlich auch Damage over Time drin haben. In Schmuck wollt ihr natürlich einen Diamanten haben. Zumindest mache ich das derzeit so. Ihr könnt natürlich aber auch, wenn ihr nicht genug Diamanten habt, könnt ihr zum Beispiel auch einen Totenschädel machen, um noch ein bisschen eure Rüstung zu stacken, dass ihr halt nicht ganz so squishy seid. Was mache ich zum Beispiel, sobald ich Edelsteine in der Rüstung habe? Dann nutze ich die roten. Ein bis zwei dieser Totenköpfe würde ich zum Beispiel auch reinnehmen, weil wir da halt mehr Prozent Heilung erhalten. Und das ist halt auch nicht ganz so schlecht. Ne? Ich habe es jetzt bis jetzt noch nicht rausgefunden, ob das auch mit auf dem Heiltrank mit skaliert. So, entschuldigt bitte. Ob das auch mit auf dem Heiltrank skaliert, die Prozentteilung. Wenn es funktionieren sollte, dann wäre es umso wichtiger, dass wir mindestens ein bis zwei dieser Prozent Heilung in der Tasche haben. So. Dementsprechend schaut auf jeden Fall, dass ihr erstmal eure Fähigkeiten und euer Level soweit kriegt. Und ich verklick mich jedes Mal noch. So, zapp.
So. Und sobald ihr, sag ich mal, die Möglichkeit habt, ja. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, so jetzt habe ich es wieder, solltet ihr, bevor ihr nach Tier 3 geht, erstmal so gesehen alle Collectibles sammeln, wie die ganzen Lilith-Statuen, um euch das Leben in Tier 3 bzw. Tier 4 zu vereinfachen. Na, ich bin jetzt zum Beispiel Tier 3 ready. Ich habe jetzt auf Tier 1 runtergestellt, weil ich die ganzen Collectibles sammeln möchte, um mir einfach nicht den Ast abschwitzen zu wollen. Das war ein kleiner Tipp von mir noch. Dementsprechend, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein kleinen Einblick geben, wie es war. Ich werde auf jeden Fall, sobald mein Equip in der Hinsicht für dieses Art Bild vollständig ist, natürlich auch eine kleine Montage machen, wie das dann aussieht, weil jetzt brauche ich das nicht, weil ja. Kleiner Tipp noch, sobald ihr nach Tier 3 kommt, könnt ihr natürlich auch heilige Sachen finden. Hier habe ich zum Beispiel einen heiligen Bogen. Die können natürlich auch auf legendär rollen, wie hier, heiliger Dolch legendär oder heiliges Schwert legendär. So, nehmt auf jeden Fall diese Waffen, weil der legendäre Bogen oder die legendäre Waffe, die ich davor hatte, hat halt einfach mal knapp 900 Damage weniger gemacht. Dementsprechend, legendäre Affixe sind zwar schön und gut, aber nehmt auf jeden Fall, wenn möglich, wenn der Damage, sag ich mal, mindestens 200 plus beträgt, dementsprechend auf jeden Fall dann die Waffe oder das Item damit. Ja gut. Damit bin ich jetzt aber raus. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen kleinen Gefallen tun. Ich sag mal, wir hören, sehen uns dann dementsprechend die Tage wieder. Ich bin auf jeden Fall, was Diablo angeht, fast daily live. Also vergesst es nicht, bei mir auf meinem Twitch-Kanal reinzuschauen und hier auf meinem YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich dafür, dass ihr reingeschaltet habt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und ciao.